Hi, ich bin Tobi von Quäntchen und Glück und wir werden am 20. September auf die Straße statt ins Büro gehen. Aber bevor ich erkläre, warum, wieso, wofür, muss ich Glückwünsche loswerden. So viel Zeit muss sein, als einer, der auch, ich muss sie auch von den Kolleginnen vom Webmontag Darmstadt mitbringen. 100 Mal Webmontag, wir haben es gerade mal auf 7 geschafft, alle Hüte. Das ist richtig, richtig großartig. Die 15 Sekunden widme ich euch. Zurück zum Thema. Ich bin Gesellschafter, Mitgründer und Stratege bei Quäntchen und Glück. Wir sind so eine kleine Innovationsberatung aus Darmstadt mit 20-köpfigem Team. Insofern, wenn wir streiken, ja, dann sind das 20 Personen, damit man das zur Einordnung hat. Genau, am 20. September, da beteiligen wir uns wie viele andere Menschen und Stand heute 1200 Unternehmen am globalen Klimastreik. Worum geht es da in aller Kürze? Den Initiatoren um Fridays for Future und ganz vielen anderen Organisationen weltweit geht es darum, dass die Klimakrise als Notstand anerkannt wird und wir dementsprechend handeln. Warum der 20. September? Das ist 3 Tage vor dem UN-Klimagipfel und an dem Tag zahlt auch noch die Bundesregierung. Warum streiken wir und warum solltest du auch darüber nachdenken? Ganz einfach. Das kommt jetzt. Ihr wisst Bescheid, die Kacke ist so richtig am Dampfen. Exemplarisch habe ich euch ein paar Zahlen aus dem wirklich sehr, sehr lesenswerten Krautreporter-Artikel von Rico Grimm mitgebracht. Googelt den bitte nachher und lest den. Seit dem Jahr 1990 sind die Treibhausgasemissionen der Menschen nicht gesunken, sondern um 40% gestiegen, wo wir die ganze Zeit davon reden, dass die niedriger werden müssen. Regenwälder brennen in einer Größe von 5-mal Deutschland, 40% des arktischen Eises sind verschwunden und. Lange Rede, kurzer Sinn, uns bleiben, je nachdem, auf welchen Wissenschaftler man hört, 5 bis 10 Jahre, um den größten Fuck-up der Menschen zu verhindern. Vorausgesetzt, wir fangen jetzt an. Was führt dazu? Zum einen, wir haben Angst. Das macht was mit uns. Also wer Interviews mit Wissenschaftlern liest, wer Nachrichten schaut, wer recherchiert, der bekommt es wirklich mit der Angst zu tun. Wir haben aber auch Hoffnung, dass die Krise auch eine Chance ist. Sie kann nämlich der Treiber sein für demokratische Reformen, für Entschleunigung, für Gerechtigkeit und für eine echte Alternative zu grenzenlosem Wachstum in einer begrenzten Welt. Und für diese Hoffnung brauchen wir Unternehmen, wir brauchen die Politik und wir brauchen dich. Fangen wir mit den Unternehmen an. Ganz ehrlich, ist es so, auch wir als kleines Quäntchen und Glück stehen ganz am Anfang. Ich habe euch hier mal 12 kleine Klima-Hacks mitgebracht. Die dürft ihr gerne alle nachmachen. Sowas wie Ecosia statt Google nutzen, keine Inlandsflüge mehr, klimaneutral hosten, Ökostrom, den Slack-Bot mit Klimatipps füttern und. Alles schön und gut. Viel cooler ist es noch, man bringt Nachhaltigkeit auch in sein Kerngeschäft. Wir sind Innovationsberatung. Wir müssen Unternehmen nicht nur helfen, erfolgreiche Geschäftsmodelle, sondern auch nachhaltige Geschäftsmodelle machen. Das wird uns immer bewusster. Für diese Hoffnung brauchen wir auch die Politik. Und ich nehme es gleich vorweg, wählen ist wichtig, aber nicht alles. Denn Geschichte beginnt nicht bei den Regierenden. Die Sachen, die uns jetzt in Zeiten von der Klimakrise viel mehr Hoffnung machen können, sind sowas, auf was wir zurückgucken, ist die Arbeiterbewegung, Anti-Atom-Bewegung, Suffragetten, die Frauenwahlrechte erstritten haben, Stonewall, MeToo und so weiter. Das kann uns Hoffnung machen. Und für diese Hoffnung brauchen wir dich. Und zwar in ganz, ganz verschiedenen Rollen. Mal als Konsumentin, die auch mal nicht konsumiert, als Wählerin, als Aktivistin, als Arbeitnehmerin, als Arbeitgeberin, Expertin, Influencerin und. In ganz vielen Rollen kann man helfen, dass diese Krise eine Chance wird. Was wir jetzt also tun können, ist Druck machen auf allen Ebenen, auf die Politik, in unserem privaten Umfeld und in unseren Unternehmen. Und deswegen, Folie 20, 20. September 2019, egal ob ihr jetzt auch mit auf die Straße geht oder an dem Tag was im Büro macht, Hauptsache ihr kriegt euren Arsch hoch. Und für alle Frankfurter, kleiner Service, 12 Uhr alte Oper, da geht's los. Ciao.